Wie viel Potenzial hat der DAX noch in diesem Jahr? Das ist eine der Fragen, die hier auf der Invest ganz heiß diskutiert werden. Wir heute möchten allerdings mal auf andere spannende Indizes blicken. Und Sophia Wurm, Expertin für ETFs und Indizes, ist heute bei uns. Schön, dass Sie ein paar Minuten Zeit haben. Ja, die Dividende ist ja für viele der neue Zins. Welche spannenden Dividendenindizes gibt es denn dann? Da gibt es gerade auf der europäischen Ebene eigentlich zwei Indizes, die aus meiner Sicht sehr interessant sind. Ein Name ist der Eurostoxx Select Dividend 30. Der andere ist ein Index, der eine Kombination macht aus hohen Dividendenzahlungen und einer geringen Schwankungsbreite. Nennt sich dann Eurostoxx High Dividend Low Volatility. Das sind zwei Indizes, wo das Indexkonzept interessant sind und man eben dann eben auch im Verhältnis zum Eurostoxx eigentlich eine sehr ansehnliche Rendite hat. Wie unterscheiden sich die beiden? Der Eurostoxx Select Dividend 30 hat eben nur 30 Titel aus der Eurozone, also man hat kein Währungsrisiko, aber vergleichbar eben zum Eurostoxx 50. Und die Titel werden ausgewählt auf Basis ihrer Dividendenrendite. Und zusätzlich kommen noch Qualitätskriterien dazu. Das heißt, die Dividende muss über mehrere Jahre konstant gezahlt worden sein. Sie darf nicht gekürzt worden sein. Also das schaut man schon, dass es jetzt keine Unternehmen sind, die jetzt einmal eine hohe Dividende zahlen und dann in Zukunft möglicherweise nicht mehr. Also schon auch auf Nachhaltigkeit. Und was auch ganz interessant ist, dass diese Unternehmen in dem Index dann auch nicht gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet werden, sondern eben gemäß ihrer Dividendenrendite. Das heißt, im Gegensatz zum Eurostoxx 50, da geht es ja um die Marktkapitalisierung, nach der die Indexmitglieder gewichtet sind, wird eben beim Eurostoxx Select Dividend 30 nach der Dividendenrendite gewichtet. Der Eurostoxx ist ja unheimlich wichtig für viele Anleger, ein ganz beliebter Basiswert bei Fonds beispielsweise, bei ETFs oder eben auch bei Zertifikaten. Welche Unterschiede gibt es denn noch zwischen den Dividendenindizes und dem klassischen Eurostoxx 50? Das wesentliche Kriterium ist das Auswahlkriterium. Es geht eben nicht nur um die Marktkapitalisierung, sondern vor allem eben um die Dividende und die Nachhaltigkeit der Dividende. Bei dem zweiten Index, den ich angesprochen hatte, geht es ja neben der Dividende auch noch um eine geringe Schwankungsbreite. Also da schaut man schon, dass man gerade auch für eher etwas vielleicht defensivere Anleger versucht, einen Index zu schaffen, der nicht ganz so schwankungsintensiv ist, wie es vielleicht der Eurostoxx 50 selber ist. Also das sind schon wirklich Qualitätskriterien, die sich gerade auch im langfristigen Vergleich, wenn man sich das anschaut, auch im Verhältnis zum Eurostoxx 50 in einer besseren Performance und vor allem auch natürlich in einer höheren Dividendenrendite niederschlagen. Und wenn man in den Index reingeht, sind natürlich dann logischerweise auch andere Titel, auch kleinere Werte mit dabei. Der Eurostoxx versucht ja die größten Titel aus der Eurozone zu vereinen. Und die beiden anderen Indizes, die wir jetzt diskutiert haben, die haben als Auswahluniversum den Stoxx 600 und dort die Titel eben, die in Euro notiert sind. Das heißt, da sind eben auch Werte dabei, die etwas kleiner sind, also sogenannte Nebenwerte. In Deutschland denken wir da an Werte aus dem MDAX. Das heißt, da sieht man schon, man profitiert auch davon, dass kleinere Werte ja in der Regel auch sich langfristig besser entwickeln, als das die Großen tun. Das ist wieder das alte Spiel vom MDAX gegenüber dem DAX. Da sieht man schon, also da kommen mehrere Faktoren zusammen. Einmal ansprechende Dividendenrendite und auf der anderen Seite auch eben dieser Größeneffekt, dass auch kleinere Unternehmen eben ein höheres Gewicht haben. Klingt interessant für die Anleger, die jetzt sagen, interessiert mich, möchte ich vielleicht investieren. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Da gibt es natürlich ETFs auf genau diese Indizes. Auf den Eurostoxx Select Dividend 30 gibt es verschiedene, von verschiedenen Anbietern muss man eben genau schauen, dass man den nimmt, der für einen eben am besten in Frage kommt, der die besten Qualitätskriterien hat. Bei dem Eurostoxx High Dividend, Low Volatility, da gibt es nicht ganz so viele Produkte am Markt, aber auch die haben wir uns natürlich angeschaut. Und insofern, das sind beides Indizes und auch ETFs und auch die Indizes, die wir empfehlen können. Das heißt, Anleger können kurz-, mittel- und langfristig investieren, je nachdem, welches Produkt sie wählen. Definitiv, und es ist natürlich auch möglich, diese Indizes oder dann die ETFs auch mit Sparplänen zu besparen. Das heißt, man kann eben auch dort mit kleinen Beträgen in regelmäßigen Abständen ein Vermögen über langfristige Zeit aufbauen. Ja. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und viel Spaß und Erfolg weiterhin auf der Messe.